Turtle Stitch. Mit der Turtle Stitch, das ist also eine Maschine, die in der Lage ist, Computerprogramme aufzunehmen und daher auch eine Schnittstelle zwischen der digitalen Grundbildung und dem Werkunterricht ist. Und was die Regina besonders toll macht, ist, ihre Kinder einzubinden. Das kann sie heute leider nicht. Wir haben also hier nur die Vortragssituation, ist aber etwas, wo sie also ihr, alle ihre Stärken ausspielt als Kunstpädagogin, als Werklehrerin und eben auch digital talentiert. Wobei ich dazu sage, das Problem, wenn sie jetzt nicht reden kann, ist wahrscheinlich wohl in ihrer Schule beheimatet. Regina, kannst du mal was sagen, wenn du dich wieder unmutest, also das Mikro wieder aufdrehst, sollten wir dich eigentlich hören können. Na, du hast dich jetzt wieder weggeschaltet, links unten auf das Mikrofonsymbol. Man kann dich leider nicht hören. Aber was du machen kannst, ist, du könntest deine Präsentation freigeben. Das wäre eine Möglichkeit. Und wir machen es so, dass du einfach mit mir Telefonverbindung machst und ich halte euch das Telefon in die Röhre. Ja, dann kannst du mit mir telefonieren und ich werde versuchen, diesen Ton euch zu übertragen, wenn das recht ist. Damit können wir dieses Lag umgehen. Das heißt, ich werde mich hier dann mit dem Mikrofon, sprich mit dem Telefon reinverbinden. Man kann dich dann hören und muss nur deine Präsentation freigeben, wenn das möglich ist. Also Freigabe mal bitte. Hat sie schon die Hostrechte jetzt wieder? Ja, Ja, hat sie. Ja, bitte, Regina, einfach mal die Präsentation freigeben. Dankeschön. Dann rufe ich dich an und werde dich elektronisch verbinden via Telefon. Ja. So, und dann stelle ich mich laut und dann werde ich das zum Mikro halten. Das sollte klappen. Kannst du das Telefon abnehmen? Drehst du deinen Ton beim Ding ab und wir hören dich über Telefon. Frage, kannst du mal reden? Könnt ihr sie hören? Ja, jetzt geht Ja, man. also es Bitte. tut mir so laut und deutlich zu sprechen, wie es geht. Es tut mir wirklich leid, dass das jetzt nicht so funktioniert, aber mein Computer scheint das nicht aufheben zu können, die Stummschaltung. Gut, also ich möchte jetzt gleich beginnen, nur schnell zu meiner Person. Mein Name ist Regina Brandt-Werner-Weiß. Und ich arbeite an der Volksschule Alxingergasse im 10. Bezirk. Wer irgendwas scheiße. Und ich möchte heute nur kurz berichten, wie ich digitalen Unterricht in textilen Werken umsetze. Ich habe nämlich einen Wunsch, nämlich dass Kinder von klein auf gleich lernen, mit digitalen Geräten und mit Medien vernünftig umzugehen. Nicht nur als Spielobjekt, sondern dass sie wirklich sehen, wo man es verwenden kann. Gut. Aha, geht das auch nicht mehr? Wenn du deinen Ton jetzt, du hast offensichtlich jetzt empfangen, kannst du deinen Ton abdrehen auf dem links unten auf das Mikro, weil dann bist du wahrscheinlich jetzt. Okay. Ja. Okay, Könnt ihr sie noch nach wie vor ich hören? versuche jetzt nur jetzt reagiert mein Ja. Computer anscheinend überhaupt nicht mehr, leider. Okay, na, Können Sie hören? wir können dich Moment. hören, Regina, red einfach Ach, doch, weiter. doch, 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 geht schon wieder. Passt alles, alles gut. So, kurz der Inhalt. Und zwar, also ich möchte kurz die Stickmaschine zeigen, wie sie ausschaut, dann wie ich sie anwende in der ersten Grundstufe und fürs erste, zweite Klasse und dann wie das in der zweiten Grundstufe vor sich geht. Dann wie ich das Programm Turtle Stitch mit der vierten Klasse durchnehme und dann zeige ich auch noch einige Beispiele zur Stundengestaltung. Gut.
Ja, also wir arbeiten hier an der Schule mit zwei Stickmaschinen. Links sieht man die kleine, die nenne ich deswegen kleine, weil sie aussieht wie eine normale Nähmaschine. Und die hat aber auch schon ein integriertes Display mit verschiedenen Funktionen, die direkt die Maschine aus der Maschine heraussticken kann. Sprich, man kann Schriften einsetzen, man kann Muster sich auswählen. Also diese Maschine eignet sich sehr gut, um Kindern einmal zu zeigen, wie das überhaupt funktioniert. Rechts daneben sieht man dann die große Maschine schon. Und die hat einen Vorteil, weil man kann viel größere Rahmen einsetzen, bis zu 20 mal 20 Zentimeter. Sprich, man kann wirklich T-Shirts hineinspannen, man kann Käppchen besticken. Also es gibt alle möglichen Möglichkeiten, Stoffe mit dieser Maschine zu verzieren. Das ist natürlich dann schon auch für die Älteren interessant. Hier sieht man die Stickmusterarten und die Bearbeitungsfunktionen der Maschine selbst. Nämlich, sie hat eben ein Programm. Man kann eben hier sehen, es gibt verschiedene Muster, weil es eben eine Mickey-Maus-Variante ist, gibt es auch von Disney verschiedene Sachen. Aber wichtig ist hier, dass es hier Schriften gibt. Also es gibt verschiedene Schriftarten und man kann diese mit anderen Motiven kombinieren. Nicht nur mit den Motiven aus der Maschine selbst, sondern auch mit Mustern, die dann über Turtle Stitch kreiert worden sind und die ich dann direkt auf die Maschine einspielen kann. Ja, hier sieht man das, also dass man hier verschiedene Funktionen hat. Man kann vergrößern, verkleinern, im Stickrahmenbereich, also nach links, rechts, unten, oben versetzen. Also ich habe ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das Stickmotiv zu platzieren. Und das lernen auch schon die Kinder sehr schnell. Ja, sie werden dann später auch sehen, also kleinere Kinder, so wie erste, zweite Klasse, können das sogar auch schon bedienen, weil es wirklich sehr einfach ist. Ja, und dann, wenn die Maschine, wenn man alles eingegeben hat, dann braucht man nur mehr einschalten und die Maschine stickt von selber. Das Einzige, was ich tun muss, ist, dass ich die Farbe ändern muss mit dem Faden. Sonst weiß die Maschine genau, aha, das Stickmotiv geht bis daher, ich muss das beenden, damit ich eben den Faden wechseln kann und dann geht es weiter. Also das sind wirklich ganz einfache Schritte, die eben auch schon kleinere Kinder sehr gut beherrschen können. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es natürlich ganz wichtig ist, einmal die Feinmotorik zu schulen und auch die Grundtechniken zu lernen und wirklich selbst auszuprobieren, weil sonst kann ich nämlich gar nicht diese Stickmuster und diese Stickarten auf die Maschine umleiten, umsetzen. Also es ist ganz wichtig, bevor ich zum Programmieren beginne mit der Turtle Stitch, dass ich wirklich eben anfange mit den Kindern zuerst einmal mit der Hand diese Stiche selbst auszuprobieren und eben auch zu lernen, wie heißt welcher Stich, damit ich das dann später in die in den Computer richtig eingeben kann oder auch in die Maschine richtig eingeben kann. Also hier verbindet sich die Theorie und die Praxis und dann natürlich auch gleich anfangen, mit dem Computer noch hineinzuarbeiten. Ja, und jedes Sticken wird im Unterricht so involviert, dass es ein Rahmenthemengebiet gibt. Und bei den kleineren ist es dann eben meistens ein aktuelles Thema, wie zum Beispiel Frühling, Sommer, Herbst und Winter oder Weihnachten, Muttertag. Hier sieht man zum Beispiel Weihnachten. Die Kinder haben eben einen ganz einfachen Druck gemacht und haben dann ihr Bild noch zusätzlich mit einem Stern aus der Stickmaschine verzieren dürfen. Also das ist dann so das Highlight. Sie machen zuerst mal alles händisch, sie machen alles selbst. Dann zum Schluss, wenn sie das alles gut abgeschlossen haben, dann dürfen sie mit der Stickmaschine auch noch etwas selber darauf sticken. Was der Hintergedanke dabei ist, dass die Kinder die Scheu verlieren, Computer zu verwenden oder auch technische Geräte zu verwenden. Je einfacher und klarer eine Aufgabenstellung ist hier in diesem Bereich, umso fröhlicher und auch bereiter sind die Kinder, das auch umzusetzen. Also sie scheuen sich dann gar nicht mehr in der zweiten, dritten Klasse da größere Projekte zu machen, weil sie es ja schon kennen. Also sie beginnen klein und steigern sich dann immer mehr. Also das war jetzt eine erste Klasse.
Dann gibt es die zweite Klasse, die haben dann hier schon das Thema Herbst behandelt, und zwar haben sie auch häkeln gelernt. Und sie durften mit dieser Luftmaschenkette, haben sie Blätter gestaltet und das haben sie dann auf ein Tuch genäht mit dem Vorstich. Dann haben sie das noch rundherum mit einfachen Stichen verziert, ein Stickmotiv gemacht. Und zum Schluss durften sie sich dann selber, wie man das auch hier sieht, durften sie mit der Stickmaschine ihren Namen hineinplatzieren. Was ja schon eine Herausforderung ist. Zuerst einmal muss ich mal die Buchstaben finden vom Namen. Dann muss ich es richtig platzieren, weil sonst steht ja mein Name irgendwo und nicht genau in der Mitte. Und so lernen die Kinder ganz einfach und spielerisch mit einem Computersystem umzugehen. Hat ihnen übrigens sehr Spaß gemacht und das geht in einer Stunde mit 12 Kindern ganz prima. Also die verstehen das sehr schnell. Vor allem, was auch gut ist, dass die Schwächeren oder die noch nicht so sicheren Kinder dann von denen lernen, die sich das schon mehr trauen, und umgekehrt lernen die Kinder, die sich schon sehr über dieses neue technische Handeln da trauen, von den anderen, dass sie warten müssen, dass sie geduldig sein müssen, weil sonst geht das auch nicht, sonst macht man eben auch Fehler. Ja, da haben wir dann in der zweiten Klasse auch das Thema des Iguel übernommen, also die Kleidung mit hereingenommen, und da durften dann die Kinder selber ein Stickmotiv an der Turtlestich, das habe aber ich ihnen in der zweiten Klasse, muss das ich ihnen noch zeigen, wir machen das dann mit dem Whiteboard, das wird dann genau erklärt, wie das funktioniert, ich mache dann die Schritte und sie sagen mir, wie sie das jetzt platziert haben möchten. Da haben wir eben Vierecke und Kreise verwendet und dann durften sie das selbst noch mit Moosgummi verzieren. Ist auch eine Möglichkeit, da eben diese Technik mit dem feinmotorischen Handeln zu verbinden. Die Älteren, die bekommen dann schon schwierigere Aufgaben. Das Rahmenthema wird auch schon schwieriger. Also es geht hier bei mir meistens um Kunst und Kultur oder auch um Umwelt, Nachhaltigkeit, Upcycling, Recycling oder auch ein fächerübergreifender Unterricht. Das kann eben sein, zum Beispiel die Römer oder in Religion, wie jetzt zu Weihnachten, dass man irgendetwas macht mit einer Krippe oder zu Ostern, ein Osterhase, also in die Richtung. Aber es ist schon wesentlich aufwendiger. Die Kinder müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Sie müssen auch etwas selbstständiger arbeiten. Und dann müssen sie Ideen entwickeln, wie sie das dann im Sticken umsetzen. Da sieht man jetzt eine vierte Klasse, wie sie arbeiten. Wir haben, das war letztes Jahr, da haben wir das Thema Wiener Werkstätte gehabt und sie haben zuerst eben gehört, wie diese Muster der Wiener Werkstätte aussehen und haben dann selber ein Muster dazu entworfen. Auf Styroporplatten wurde das dann eingeritzt oder aufgeklebt und sie haben so Druckplatten hergestellt und haben zuerst einmal auch wieder den Stoff selbst kreiert. Wie der Stoff dann getrocknet war und fertig war, durften sie es mit einem selbst kreierten Motiv besticken oder mit einem Monogramm oder mit dem Namen. Und zuletzt wurde dann daraus ein Nackenpolster genäht. Also das sieht man hier. Der Bursche hat hier gerade seine Initialen drauf gestickt mit Katzen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Andere Kinder haben gesagt, okay, ich möchte nichts mit der Turtle Stitch machen, mit dem Programm. Ich nehme lieber direkt etwas aus der Maschine, was ich jetzt aber nicht so gerne habe, weil diese Motive, wie man das hier sieht, mit diesen drei kleinen Außerirdischen, die dauern doch eine Stunde zu sticken. Und das würde ich wirklich in einer Schulklasse nicht empfehlen. Also das dauert zu lange. Kleinere Motive, die so zwischen 5 und 10 Minuten dauern, sind wesentlich besser geeignet, weil da auch die Kinder einen viel schnelleren Erfolg sehen. Heuer haben wir Stoffe marmoriert und selbst marmoriert und dann eben mit Motiven bestickt oder mit den Namen und haben dann daraus eine Tasche genäht. Eigentlich hätte es sollen ein Weihnachtsgeschenk für die Eltern oder für die Mama werden, aber die Kinder haben gemeint, nein, das gefällt uns so gut, wir behalten es selber. Also gut, werden wir uns was anderes überlegen. Ja. Und so komme ich jetzt zum Turtle Stitch, den sehr spannenden Teil in der vierten Klasse.
Wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, dass jedes Kind jetzt mit einem eigenen Computer arbeiten kann. Und in einfachen Schritten wird zuerst einmal das Programm den Kindern erklärt. Gemeinsam, wir gehen wirklich Schritt für Schritt, damit jedes Kind wirklich die einzelnen Vorgänge erkennen kann und lernen kann. Sie schreiben sich auch selber auf. Also das heißt, es wird auch schon gelernt, zuzuhören und gleichzeitig auch eine Mitschrift zu verfassen. Dann über den Bildschirm sieht man dann eben auch, was diese Turtle jetzt da genau macht, wie sie im Kreise geht. Und welche Bausteine ich jetzt wo hinsetzen muss, damit da auch wirklich etwas passiert. Und ich habe das jetzt mit 3 Klassen gemacht und habe die Erfahrung gemacht, dass sie innerhalb von 30 Minuten heraus haben, wie das ganze System funktioniert. Also Turtle Stitch funktioniert wie Snap, hat aber nur einige Funktionen mehr, nämlich Stickfunktionen, wo ich zum Beispiel umschalten kann, Vorstich, Zickzackstich, Kreuzstich, also die ist speziell wirklich auf das Sticken eingestellt, dieses Programm. Das ist recht praktisch. Und wenn die Kinder jetzt diesen ersten Schritt, den ich jetzt nochmal kurz zeige, so zeige ich ihnen das. Also ich habe auch für sie genau das auf der Tafel stehen. Wie beginne ich? Da steht genau, was ich machen muss, Punkt für Punkt. Und wenn sie das haben, dann zeige ich Ihnen, okay, wenn ich das und das jetzt da einbaue in das Programm, dann entsteht ein Stern. Und wenn ich den Laufstich nehme, bekomme ich Linien. Und wenn ich jetzt das Ganze zum Beispiel statt dem Laufstich mit einem Kreuzstich mache, dann bekomme ich plötzlich eine Schneeflocke. Also so in ganz kleinen und einfachen Schritten wird den Kindern vermittelt, wie sie arbeiten können. Und dann geht es oft ganz, ganz schnell. Also die Kinder, wie gesagt, nach einer halben Stunde, wenn sie das System einmal verstanden haben, wie das funktioniert, kommen dann schon die tollsten Sachen dabei heraus. Diesmal war die Aufgabenstellung, wir wollen einen Adventkalender für die Klasse nähen. Das heißt, es wurden Sterne konstruiert. Und wir haben jetzt, wir könnten, glaube ich, jetzt 5 verschiedene Adventkalender sticken, weil wir so viele Motive bereits bekommen haben. Und Mädchen und Burschen sind gleichermaßen mit Freude dabei. Und das soll auch so sein, weil mir liegt es besonders am Herzen, dass gerade manche schüchternen Mädchen diese Scheu verlieren und dass sie sich auch darüber trauen und dass sie dann ihre neuen geschaffenen Werke stolz präsentieren. Wenn wir das also jetzt so fertiggestellt haben, wie Sie das jetzt da auf dem Bildschirm sehen, diese Sterne, dann habe ich einen USB-Stick. Und mit dem kann ich dann direkt die Dateien in eine, also zuerst muss ich es umwandeln in eine DSD-Datei, aber da gehe ich jetzt zu sehr ins Detail. Aber wenn ich das dann auf dem USB-Stick aufgespeichert habe, natürlich mit dem Namen des Kindes, dann gehen wir zu der Stickmaschine, wie man das auch hier sieht. Und dann kann jedes Kind seinen eigenen Stern mit der gewünschten Zahl von dem Sackerl, kann es das dann besticken. Und wir haben 12 Kinder, das heißt, jedes Kind macht 2 Säckchen. Und dann wird das zusammengenäht mit der Nähmaschine, dann wird noch ein Faden eingebunden, dann müssen sie etwas besorgen. Und unser Adventkalender ist dann fertig. Ja, dieser ist jetzt noch nicht ganz fertig, weil wir ja gerade daran arbeiten, aber die ersten Säckchen sind bereits da. Beim vorigen Durchgang mit einer anderen Klasse haben wir das Thema Weltall gehabt und da kamen dann schon extravagante Dinge heraus. Die wurden dann auch auf Taschen, Nackenrollen, Polster gestickt. Man kann das mit der Turtle Stitch auch in Farben in unterschiedlichen eingeben, sodass die Maschine dann weiß, wo sie auch die Farbspule wechseln muss oder ich zumindest sie dann wechseln muss, die Farbspule. Ja, da war das Thema abstrakte Kunst. Und ja, ja, somit wäre ich eigentlich jetzt zum Ende gekommen. Perfekt, danke schön für den interessanten Beitrag. Wirklich spannend, was Sie da mit den Kleinen schon machen. Ich habe den Chat beobachtet, allerdings gab es jetzt keine Fragen. Mich würde interessieren, was kostet denn so eine Stickmaschine auch?
die kleinere Maschine. Warte, ich muss da wieder den Ton ausschalten. Oder ich schon. Die kleinere Maschine ist so im Rahmen von 500 Euro plus, ja. Die größere ist dann schon in einem größeren Euro-Rahmen, weil das ja eigentlich eine Industriemaschine ist. Ich arbeite workshopsmäßig auch mit dem FLL zusammen. Und über die PH haben wir diese große Stickmaschine bekommen und da ist es die Möglichkeit, dass man eben da auch mit den Kindern arbeitet, aber auch mit Lehrerinnen, damit sie eben auch sehen, dass man sich ruhig drüber trauen kann. Weil ich glaube, dass das größte Problem ist, dass viele sich vielleicht ein bisschen abschrecken lassen und sich denken, ich mache das lieber nicht, weil das sind meine Kinder vielleicht noch zu klein oder sie können das noch nicht. Aber diese Angst muss man nicht haben, weil die Maschine sagt einem genau, was zu tun ist. Man braucht nur gute Ideen, um das Ganze umzusetzen im Unterricht. Danke, ja, das haben Sie eindrucksvoll gezeigt. Auch mit den technischen Schwierigkeiten. Aber ich glaube, das haben wir jetzt wunderbar gelöst. Sie waren sehr gut zu verstehen und die Bilder haben für sich gesprochen. Also vielen Dank. Ich denke, die Anwesenden haben das auch so gesehen. Vielen Dank. Danke und noch einmal Entschuldigung, dass das mit dem Mikrofon nicht geklappt hat. Also ich versuche das nächste Mal, dass das besser funktioniert. Wir haben ja Gott sei Dank eine innovative Lösung gefunden. Danke auch an den Herrn Morgenbesser. Ja, gerne. Dann schalte ich das Telefon wieder ab, Regina. Du kannst das jetzt nicht mehr hören.